die vier Punkte, die dich erfolgreich machen, wenn du einen geilen Muskelaufbau haben willst, eine gute Fettverbrennung und einen gesunden Körper. Die vier Punkte. Punkt Nummer eins in diesem Video ist die Ernährung. Und das ist ganz wichtig, nicht irgendeinen Ernährungsplan zu machen, wo es heißt Haferflocken, Magerquark und dann irgendwie Hähnchenbrustfilet mit Brokkoli. Das machst du für 6, 8, 12 Wochen. Da machst du den wilden Heckmeck. Darfst dir überall nichts mehr gönnen. Musst dich überall außen vor halten. Nee, darf ich nicht. Bin auf Diät, bla bla bla. Und dann hast du deine 10, 15, 20 Kilo vielleicht in den 3 Monaten runter. Und dann siehst du A, immer noch nicht gut aus und B, fängst du dann halt wieder normal zu essen und wirst vielleicht sogar noch dicker als vorher. Also, um in dem zu entkommen, diesen blödsinnigen Weg, den die meisten Bodybuilder auch gehen, um für den Tag X, nämlich Meisterschaft, einen tollen Body zu haben, den sie da oben präsentieren, was ja unser Ziel eigentlich nicht ist. Unser Ziel ist es ja, immer gut auszusehen. Also jetzt nicht nur im Sommer oder nur als ich im Urlaub war oder nur als ich meine Frau kennengelernt habe, sondern ich möchte ja eine gesunde, geile optische Form immer haben. Und dafür ist es entscheidend, in der Ernährung ein Konzept zu haben, keinen Plan. Konzept bedeutet, entweder mache ich Intervallfasten, das heißt, dass ich so meine 5 Stunden Zeitfenster habe, wo ich essen kann, was ich möchte, oder ich mache das 2-Mahlzeiten-Programm, wo ich sage, okay, ich esse Frühstück und Mittagessen, das Abendessen lasse ich ausfallen, damit ich nachts schön viel Wachstumshormon für die Fettverbrennung produziere, weil ich eben nicht nochmal über Kohlenhydrate das Insulin gefordert habe, oder ich esse nur eine Mahlzeit am Tag und dann sogar was ich will, komplett egal was, und halte mich den gesamten Tag über fit und wach mit viel Obst, weil Fruchtzucker nicht das Dickmachhormon Insulin herausfordert, sondern anders im Körper verstoffwechselt wird, nämlich über Enterozyten. Das heißt, es wird nicht über Insulin verstoffwechselt, der Fruchtzucker, und dementsprechend kann ich Obst auch in der Diät essen. So, und ein wichtiger Faktor ist natürlich die Flüssigkeit. Das heißt, wie viel sollte ich trinken? Das ist relativ einfach. Man sagt immer, pro 20 Kilogramm Körpergewicht 1 Liter. Das ist zu wenig in der Diät, wenn ich schnelle Erfolge haben möchte. Ich würde eher sagen, auf 15 Kilo Körpergewicht 1 Liter. Das bedeutet, wiegst du, machen wir es mal einfach, 60 Kilo sind das 4 Liter. 60 Kilo, 4 Liter und 75 Kilo sind schon 5 Liter. Das mag jetzt viel klingen, aber das sind Angaben, die ich empfehle für Leute, die möglichst schnell Erfolge sehen möchten. Und das Problem ist natürlich, je mehr, oder der Vorteil ist, je mehr ich trinke, desto weniger futter ich, weil natürlich mein Magen auch gefüllt werden kann, das weiß jeder, über Flüssigkeit. Das kann alles sein, was Zero ist. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich kann das mal alles zeigen hier, Pepsi, Zero, dann ist es, was haben wir hier, die Diet, ja, dann habe ich hier, wenn man mal ohne was Kohlensäure haben will, Fuse Tea, Zero Sugar, dann Cola Light, Mezzomix Zero, Lipton Ice, Zero, ja, Sparkling. Und das müsst ihr aber auch alles immer dabei haben. Also nicht sagen, oh, ich nehme so einen Liter mit für unterwegs und dann hole ich mir vielleicht noch an der Tankstelle was. Das macht ihr eh nicht. Meistens ist die Zeit nicht da, dann ist es zu teuer. Deshalb nehmt eure Getränke gleich mit. Immer am besten mindestens 4 Liter dabei haben, sodass ihr auch nicht nur im Auto viel trinken könnt, sondern auch, wenn ihr irgendwo reingeht und sagt, ah, haben Sie vielleicht für mich das und das? Nee, nur Wasser. Ja, dann habe ich halt mein eigenes Getränk dabei. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, und dann hört auf, Kalorien zu zählen. Die Kalorie, wenn ihr euch das mal nachschlagen wollt, die Kalorie ist erfunden worden um 1890 herum, 1892, 93 von Hugo Junkers. Das war ein Ingenieur, das ist der moderne Vater der europäischen Luftfahrt, okay? Hat einfach mal einen Ofen konzipiert, in dem er Nahrungsmittel verbrennt, und diesen Brennwert, also diese Wärmeenergie, die da frei wird, wurde dann unter Wasser gemessen. Das heißt, es ist völlig fernab der Tatsache, dass ein menschlicher Körper mit solchen Angaben entweder ab- oder zunehmen kann. Na klar, wenn man sagt, hier fress 10.000 Kalorien, dann wirst du zunehmen. Aber das ist jetzt nicht so genau, wie die Leute das immer denken. Oder wenn man sagt, hier ist 500 Kalorien, nimmst du ab. Klar, aber das ist nicht gesund, und damit verlierst du auch so gut wie deine komplette Muskulatur. Und am Ende siehst du aus wie 3 Wochen Magen-Darm-Grippe. Also, das sind meine Tipps für die Ernährung. Viel Obst, in der Mahlzeit gerne viel Gemüse. Schaut, dass ihr viel unverarbeitete Nahrungsmittel esst. Und wenn ihr Bock habt, dann fresst einfach alles, was ihr wollt. Dann haut euch in Tortellini, Schinken, Sahnesoße rein oder eine Pizza. Weil dann habt ihr nämlich nicht das Gefühl, ihr seid auf Diät. Und wenn ihr euch trotzdem an diese Konzepte haltet, die ich hier eben gerade zu Anfang empfohlen habe, dann könnt ihr trotzdem damit abnehmen. Das glauben viele nicht, probiert es aus. Damit stelle ich mich in 7 Tagen auf die Bühne. Nächste Woche Samstag stehe ich bei der Norddeutschen Meisterschaft im Fitness auf der Bühne. Und dann wollen wir mal sehen, was Sache ist. Bis dann. Ciao.